So Leute, da sind wir wieder. Schönen guten Abend zusammen. Jo, guten Abend. Mein Name ist UAS87. Ich werde heute eine Bioshock 80% Run machen. Hab mit der Kategorie erst vor kurzem angefangen. Also ich bin noch ein relativ neuer Runner, aber hab schon ganz gute Zeiten bekommen. Und ich hoffe, ich werde euch den Run ein bisschen näher bringen können. Mit mir zusammen Vegeta, der ein bisschen noch mir Beistand leistet hier, während ich vielleicht ein bisschen beschäftigter bin während des Runs. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an, oder? Jo, ich wünsche euch viel Spaß und bis später. Alles klar, bis später. Und wir starten mal ins Spiel. Achtung für Headphone-User. Es könnte jetzt ein bisschen laut werden am Anfang, weil das Spiel ist sehr alt und es ist ein bisschen buggy, deswegen nicht schockiert sein, dass jetzt der Game Sound ziemlich laut sein wird. Aber das wird dann im Game wieder sich normalisieren. Also, dann fangen wir mal an. Wir starten den Timer, sobald ich die Kontrolle über den Spieler bekomme. Also, erst nicht wundern, dass jetzt noch kein Timer läuft. Der startet erst, wenn ich halt mich bewegen kann. Jo, ich lese auch gerade, dass Midbus selber Bioshock gerannt hat. Minerva 1 und 2. They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? Und Manu, wie bist du auf die Idee gekommen? Tatsächlich habe ich das Spiel Casual sehr gern gespielt. Aber ich glaube, man versteht mich gerade eh nicht, weil das Game zu laut ist. Ich glaube, wenn ich gerade richtig gehört habe, versteht man uns ganz gut. Okay, das freut mich. So, und sobald ich halt jetzt dann die Kontrolle über den Spieler habe, geht's los. Tatsächlich macht man bei dem Spiel sogar einen Save-File, um diese Cutscene am Anfang zu skippen, wenn man halt häufiger runnt. Zeit ist Geld, und Geld haben wir keins, ne? Ja, logisch. Na gut, macht ja auch irgendwo Sinn. Okay, Timer geht. Einwandfrei. So, zur Anfangssequenz gibt es nicht viel zu sagen. Also wir schwimmen jetzt erstmal unsere Runde. Wir werden gleich am Anfang einen kleinen Glitch performen. Ich hoffe, dass ich ihn bekomme. Es ist ein minimaler Timesave von 3 Sekunden oder sowas, wenn man ihn bekommt. Je nach Ausführung vielleicht sogar 4 oder 5. Und zwar, wir werden jetzt dann in die Tauchglocke gehen. Ich werde den Schalter pullen und schnellstmöglich raus und wieder rausjumpen aus der Tauchkugel. Im Idealfall sollte ich dann auf der Kugel draufstehen. Schauen wir mal, ob wir es kriegen. Ich werde mir Mühe geben. Also ich bin echt mal gespannt. Ich kenne die Sache auch nicht. Jo, wir haben es bekommen. Jetzt stehen wir eben oben auf der Tauchkugel und dadurch, dass wir oben auf der Tauchkugel stehen, laden wir praktisch die Sequenz dann später, wo die Tauchkugel nach oben geht. Die wird früher getriggert dadurch. Wie viele Glitches gibt es im Allgemeinen? Also sehr viele. Ja? Ja, also es ist sehr viel, macht sehr viele Flings. Was praktisch, man nimmt Items und den Telekinese-Plasmiden, um mit den Items über bestimmte Triggerpunkte zu springen. Und dadurch spart man sich sehr viel vom Spiel. Also dadurch ist man in der Lage, 2 Level zum Beispiel fast komplett zu skippen. Ja. Und ansonsten, eigentlich ist der Flink, also das Flinken, der Hauptbestandteil des Runs. So gibt's gar nicht so viele Glitches, aber das Flinken ist halt wirklich essentiell, also es wird immer wieder verwendet. Mhm.
Weiß ich schon, aber ich bin ehrlich, ich hätte mir den Run länger vorgestellt. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich doch ein bisschen erstaunt. Bei Casual ist das Spiel ja nicht gerade kurz, oder? Das stimmt, ja. Eben durch diese Skips, dass du komplette Szenen, komplette Level mehr oder weniger skippst, sparst du halt wirklich enorm viel Zeit in dem Run. Und hier sehen wir die wunderschöne Unterwasserstadt. Also damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war es sehr episch für mich, diese schöne Unterwasserwelt da zu sehen. Kann ich mir vorstellen. Ich muss auch dazu sagen, ich könnte das Spiel ist jetzt nicht auf den höchsten Anforderungen, ganz im Gegenteil. Ich habe es ziemlich niedrig, weil für den Run ist es ziemlich relevant, ziemlich viele Frames zu haben. Also generell will man mindestens über 300 Frames haben in dem Spiel, um eben diese Flinks, die ich vorhin angesprochen habe, konsistent zu bekommen. Je mehr Frames man hat, desto leichter werden die Tricks. Ja. Deswegen habe ich die Grafikanforderungen ziemlich niedrig, um halt durch das Stream wird natürlich auch noch ein bisschen Leistung genommen und ja, also ein Upgrade würde meinem PC nicht schlecht tun momentan. Hoffen wir mal, dass wir die Flinks alle gut bekommen. Was es vielleicht noch anzumerken gibt, tatsächlich muss man, wenn man den Telekinese Plasmid hier optimal nutzen will, sich einen US-amerikanischen Steam-Account machen. Das funktioniert nicht über europäischen Steam-Account, weil die Version von Bioshock in Deutschland ein bisschen abgeschwächt ist und dadurch würde man im Late-Game ziemlich viel Zeit verlieren. Oh Gott. Weil eben gerade im Late-Game der Telekinese Plasmid ziemlich overpowered ist und einen es leicht möglich macht, die Gegner niederzustrecken. Oh. Gott. So, wir sind jetzt unten angekommen. Gleich werden wir unseren Freund kennenlernen. Mr. Funkgerät. Ja, Mann, Atlas. So. Hier am Anfang des Runs gibt es noch nicht viel, viel zu beachten. Jetzt dann können wir ein bisschen Zeit sparen, indem wir über diese Bank dann drüber hüpfen. Also nicht hier, das kommt erst danach. Das ist quasi alles noch so ein Tutorial, ne? Jo. Das war jetzt gerade ein unbeabsichtigter Save. Hier drüber hüpfen. Haben wir nicht geschafft. Sollten wir das, wenn man das schafft, dann steht der Splicer hier gleich am Eingang und man kann halt nochmal ein paar Sekunden rausholen. Der Trick hier ist ein bisschen komplizierter. Ich versuch's gleich zu erklären. Sehr anstrengende Stelle vom Run. Also im Prinzip, was ich getan habe, ich habe einen Quick Save gemacht, habe danach den Plasmid mit E angeklickt, um die Cutscene hier zu skippen, die Early Cutscene. Mhm. Und danach muss man eben nochmal einen Save machen, um wieder die Kontrolle des Spielers zurückzubekommen. Und dann eben wieder den Safe loaden, weil ansonsten könnte ich mich nicht bewegen. Hier über die kleine... Oh nein! Jawohl, haben wir doch noch bekommen. Den muss man killen, damit man hier weiterkommt. Der hier ist eher optional. Generell will man hier... Falls ihr euch gerade fragt, warum ich die ganze Zeit so komisch hüpfe, das ist liegt an dem Cutscene-Skip, den wir gerade gemacht haben. Ich werde praktisch von der unsichtbaren Kraft die ganze Zeit zurückgezogen. Und das macht das Movement hier ein bisschen schwierig. Was?
verbuggt. Ja, also ich persönlich bin kein Fan von der ersten, vom ersten Split in dem Spiel, weil dieses Gehoppel, das kann ziemlich viele Nerven kosten. Vor allem, du machst einen Fehlsprung und verlierst gleich so viel Zeit davon. Aber ja, da kommt man eigentlich relativ schnell rein. Ich meine, wenn man anfängt mit dem Run, ist es ja generell ja nicht so wichtig, da gibt's noch genug Time-Saves. Selbst wenn man jetzt das hier nicht optimal macht. War der Run schwer zu lernen? Also sind die Glitches frame-perfect, oder? Tatsächlich würde ich behaupten, dass es ein Run ist, den man ziemlich einfach lernen kann. Hier müssen wir nochmal ein Save machen, weil hier würden wir wieder die Kontrolle über unseren Charakter verlieren. Deswegen muss ich nochmal speichern und wieder laden, um die Kontrolle zu behalten. Es uns ermöglicht, hier einfach drüber zu gehen. Ich habe ein bisschen wenig Eve gerade, also diese blaue Energie. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber... Wofür ist die blaue Energie nochmal? Für diese Laserstrahlen? Genau, für die Plasmide. Aber man merkt schon, wenn man hier mal irgendwo an der Ecke hängen bleibt, kann das eine Menge Zeit kosten. So, hier kurz den Trigger auslösen. Und dann versuchen wir da hinten in die Ecke zu kommen. Weil da ist die Gravitation hier nicht mehr so das Problem. Ich habe gerade Pech. Oh, das ist nicht gut. Aber also, oh, wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, bevor die Splicer hier aus dem Wasser rausgehen, weil dann hätte ich ein Problem gehabt. Das macht es dann sehr schwierig, wenn die Splicer erstmal aus dem Wasser raus sind. Und jetzt müssen wir hier oben noch auf den einen Kollegen warten, den Blitz, den werden wir dann mit Electrobolt festnageln. Also RNG spielt auch eine große Rolle, wa? Hier würde ich jetzt nicht mal behaupten, also... Ja, so im Allgemeinen, in dem Run. Ich würde tatsächlich sagen, dass es RNG-technisch nicht so schwierig ist, der Run, also... RNG spielt gar keine so eine große Rolle in dem Run. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht über die Cutscene kommen. Und hier können wir einfach die Tür mit Electrobolt abschießen, um in den nächsten Level zu kommen. Normalerweise würde man über diese Cutscene-Linie laufen und dann würde man die Cutscene sehen, wo praktisch diese ganzen Splicer versuchen dich zu töten. Du bist eingesperrt, du hast Angst und ja. Aber konnten wir skippen. Jetzt müssen wir hier den kleinen Automaten hacken. So. Tatsächlich immer das gleiche Pattern bei dem kleinen Bot hier. Also ist auch kein RNG involved. Solange man das Game neu startet, wird der Bot immer die Teile an der gleichen Stelle haben. Ja. Hier schnell den Schalter aktivieren. Die ein bisschen dezimieren hier. Dann hier hin zu der Cutscene. Dann haben wir ein bisschen Zeit nochmal zurückzugehen. Ein oder andere Item noch mitzunehmen. So, Cutscene ist so gut wie vorbei. So, als nächstes werden wir uns den Feuerplasmid holen. Hier nochmal Munition für armorbrechende Munition. Für die sehr gut für Kameras und Bots und sowas. Und später müssen wir einen Bot zerstören, deswegen nimmt man die Munition gern mit. Da kommen da auch gleich diese Roboter, ne? Und hier haben wir das Feuer. Ja, der Alarmbot. Nee, hier die der komischen Säge an Hand. Oder Schraube, was das ist. Das ist doch ein bisschen RNG, was mir gerade einfällt. Also die Splicer können sich durchaus dumm in den Weg stellen, mitten in die Tür rein. Das kann man definitiv als RNG bezeichnen, dass einem sowas mal passiert, aber
Ja, genau, Swagmarf. Big Daddies. Die meine ich. Entschuldigung, dass ich gerade so lange überlegt habe. Ich wollte jetzt bloß keinen Mist bauen. Ich bin nicht aufgewärmt gewesen und habe jetzt überlegen müssen, welchen Persimid, aber ja. Schade, da haben wir wegen Lag leider jetzt nicht die Items bekommen. Den Typen hier müssen wir unbedingt töten. Weil der Typ würde uns sonst auf die Nerven gehen. Er ist tatsächlich weggelaufen. Was gar nicht gut ist, weil ich befürchte, dass er jetzt dann kommt und mich nervt. Weil jetzt kommen wir dann zu dem ersten Flink, den wir machen müssen. Ich werde hier auch safen, weil wir wollen ja im Estimate bleiben, wenn möglich. Und auch Good Luck von Lyra. Jo, vielen Dank. Ein bisschen schwierig manchmal den Koffer in die richtige Position zu bringen, aber wir brauchen ihn tatsächlich. Er darf halt nicht wegfliegen, okay. Jawohl. Und mit diesem Jump skippen wir halt einiges. Ich habe jetzt leider verpasst, die Granate zu fangen. Normalerweise will man im Idealfall die Granate direkt fangen und dann kann man hier direkt durchgehen. Was heißt, wir skippen einiges? Wir können jetzt dann einen guten Death Warp machen. Dadurch, dass wir da drüber gesprungen sind, haben wir nämlich die Möglichkeit. Uno momento. Ja, der hat nicht funktioniert. Wenn ich den getroffen hätte, dann hätte ich da auch nochmal was skippen können. Weil der quatscht jetzt noch ewig lang. Und ja, durch den Jump Grad haben wir halt. Es gibt automatische Save-Punkte in dem Spiel. Und wir wollten den einen Save-Punkt vermeiden, damit wir gut deathwarpen können. Was wir durch den Jump halt getan haben. So, jetzt haben wir den hier erledigt und danach bringen wir uns um, wenn wir hier den Schlüssel haben. Und dadurch, dass ich gerade den Jump gemacht habe, komme ich halt jetzt nicht an die Stelle von dem einen Savepunkt, sondern vom anderen. Und da werden wir wieder direkt deswarpen. Man will auch immer diese Iframes triggern. Weil sobald du in dem Spiel auf 0 HP bist, hast du wie in vielen Spielen diese Iframes, die dich davor schützen, gleich zu sterben. Ja. Und die willst du halt im Speedrun natürlich möglichst früh auslösen, um deinen Death Warp möglichst schnell zu machen. Ja, okay. Und das war auch schon der erste. Beziehungsweise eigentlich sogar der zweite Level. Von wie viel? 8. 8 dürften sein. Oh. Das hier ist ein ganz netter Split. Hier gibt es ein bisschen mehr Action auch. Hier nochmal die Munition auffüllen. Hier werden wir die zwei Fässer nehmen, weil hier müssen wir einen Big Daddy erledigen. Und wir safen die Little Sister, weil das. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie es genau das Spiel beeinflusst, aber ich habe gehört, dass es wichtig ist, sie zu retten und dass es eben das Spiel dementsprechend gut für uns beeinflusst, um dann später noch ein paar Glitches zu machen. Okay. Normalerweise müsste man hier sich auch ein bisschen mehr Cutscene reinziehen und ein bisschen mit dem Splicer rumtanzen, aber durch das Fast oder durch den Turret, den ich gerade hochgeworfen habe, konnte ich das alles skippen und die Cutscenes wurden automatisch getriggert. Jetzt versuchen wir hier mit dem Fass nach oben hüpfen. Jawohl, hat funktioniert. War auch wieder einer der Flinks, von denen ich schon gesprochen habe.
Die verkürzen halt das Spiel an manchen Stellen schon ziemlich gut. Als nächstes müssen wir uns die Forschungskamera organisieren. Ich habe hier leider den Alarm ausgelöst, ist aber nicht weiter tragisch, weil sind eh zu langsam für uns. Noch ein bisschen Munition mitnehmen, kann nie schaden. Hier ein paar Verbandskästen. So, jetzt müssen wir drei Fotos von diesen Spider-Splicern machen, die er uns aufgetragen hat. Das ist auch eine Szene, wo man casual ein bisschen länger rumeiert und ein bisschen länger rumsucht. Aber wenn man genau weiß, wo man die Kollegen findet, dann geht das auch relativ fix. Ich nehme gerne hier dieses Ding mit, um die Leute hier wegzusprengen, weil die können einem auch ein bisschen das Leben schwer machen. Ja, glaube ich. Okay. So, den hier am besten auch umbringen, wenn er sich im Weg stellt. Das tut er nämlich gern. Dann werden wir dafür sorgen, dass wir wieder wenig Leben haben. Aber nicht zu wenig, weil wir müssen noch an dem vorbei. Wäre schade, wenn wir jetzt hier schon drauf gehen. So, und jetzt hier wieder in Death Warp. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Part, den man in dem Run sehr oft macht. Und zwar Textboxen mit anderen Textboxen skippen. Der quatscht uns jetzt zu, aber wir haben hier wir haben hier halt so eine Botschaft, die uns ermöglicht, das ganze Gequatsche zu skippen. So, dann werfen wir hier unser Zeug rein. Weil anders lässt er uns nicht in die Fischfabrik. Aber wir haben uns trotzdem noch einen Raketenwerfer mit reingeschmuggelt. Weißt, wie wir sind. Oh. Nein, nein. Was war jetzt? Ich hab die Ding vergessen. Diese Kamera, die ich gerade abgeschossen habe, die nimmt man normalerweise, um ihn zu töten. Ach so. Die habe ich leider jetzt irgendwie verloren. Wie du siehst, ist es hier sehr dunkel. Aber wir haben es auch so geschafft. Ein Hoch auf den Plasmid. Er hat auch einen Autohacker. Okay, habe ich schon mitgenommen. So, hier machen wir mal. Hier werden wir den Raketenwerfer upgraden. Den werden wir später brauchen. Für den Bossfight. Deswegen Damage Upgrade, damit er ein bisschen mehr Power hat. Wie viele Bosse gibt es hier? Es gibt eigentlich schon ein paar Zwischenbosse, aber manche kriegt man gar nicht zu sehen, weil sie eben geskippt werden. Also hier war jetzt zum Beispiel der Typ, den ich gerade abgeschossen habe, das ist eigentlich auch so gesehen der Endboss von dem Level. Auch wenn er jetzt ein bisschen billig erschien, aber im Prinzip ist das auch so der Endboss. Wo wir vorhin den Doktor auch getötet haben. So, hier wollen wir auch nochmal einen kleinen Trick machen. Und zwar werden wir speichern und während wir speichern, laufen wir rückwärts aus dem Raum raus, was uns ein bisschen extra Zeit gibt. Es ist im Prinzip nur ein Safe Setup der Risky-Variante, aber ganz ehrlich, die Risky-Variante würde 2 Sekunden safen und wenn du es verbockst, dann ist dein Run tot. Also, ja. Selbst der Weltrekord hat, soweit ich weiß, die Safe-Variante genommen, also. Naja, ist natürlich mies, wenn mal ein Fehler direkt der Run Dead ist. Ja, definitiv. Vor allem, du musst das Line-Up auch mega schnell machen, damit du wirklich Zeit darüber sparst. Aber das hier ist auch zum Beispiel einer der Level, der mega schnell geht. Wir sind jetzt schon wieder durch. Aber der ist generell ziemlich kurz, der Level.
Er würde halt einfach bloß ein bisschen in die Länge gezogen werden durch die Cutscene, ja, die wir gerade geskippt haben. Ich weiß gar nicht, dass das Spiel so kaputt ist. Ist das nicht jedes Spiel, wenn man Speedrun schaut, eigentlich schon, oder? Ja, passt. So, hier werden wir ein paar Fotos machen müssen von den Splicern. Und zwar, es gibt ein Boost-Upgrade, also wir können ein bisschen schneller laufen dadurch, wenn wir hier genug Forschungspunkte bekommen. Von diesen zwei Splicern hier eben. Und jetzt haben wir den Sports-Boost. Lass uns ein bisschen schneller laufen. Ist nie verkehrt, in einem Speedrun schneller zu laufen. Ja, das stimmt. Jetzt werden wir dann einen Flink machen, der auch komplett den Level eigentlich skippt. Normalerweise müsste man hier eine Rose holen für den einen und ein paar Sachen sammeln und so. Können wir uns alles sparen, indem wir einfach über diesen Triggerpunkt drüber springen mit unserer Kiste. Man muss bloß aufpassen, dass hier keine Splicer nachträglich einen verfolgen und Ärger machen. Also normalerweise im Run wäre ich weitergegangen und hätte das Risiko eingegangen, aber ich will hier nicht getrollt werden. Ja klar, bei einem Marathon ist immer was anderes. So, jetzt haben wir hier wieder das Problem. Es ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Gott, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Es ist schwierig, immer diese Kiste in die richtige Position zu bekommen. Weil der Flink nur auf bestimmte Lineups funktioniert. Jetzt haben wir ihn. Mal hier nochmal ein Save, um sicher zu gehen. Falls ich es verbockt, dass ich noch eine Chance habe. Okay, wir haben es. Wir sind über eine unsichtbare Wand gesprungen. Tatsächlich darf ich auch nicht in die Richtung gucken, weil alleine wenn ich in die Richtung gucken würde von dem Ziel, würde das die Cutscene triggern und wir könnten das nicht mehr skippen. So, und das war der nächste Level. Tatsächlich auch wahrscheinlich deutlich schneller, als die meisten Leute sich erinnern können in ihrem Casual-Play. Bei Fort Frolic, da habe ich auch eine Menge Zeit gelassen. Practice-Zeit oder jetzt im Run, also oft? Im Casual-Play meinte ich jetzt, da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit verbracht. Und der Level hier ist wohl der mit einer der schnellsten. Und zwar line ich mich hier in der Mitte auf und spam dann E und R gleichzeitig und löse damit die W und E habe ich gespammt. Und löst damit den Trigger aus, um praktisch direkt wieder in die nächste Level, in den nächsten Level zu kommen. Und somit haben wir den nächsten Level erreicht. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingslevel jetzt hier. Weil hier gibt es ein bisschen mehr Action und ja. Also ich finde. Ja, mir persönlich macht der am meisten Spaß, weil man hier auch am meisten Action bekommt, weil man auch ein bisschen die Gegner angreift und ein bisschen ballert. Spawnen die Gegner immer gleich? Ja, tatsächlich, ja. Schauen wir mal, ob ich den kleinen Sprung hier bekomme. Saved auch ein bisschen Zeit. Jawohl. So, hier werden wir uns ein kleines Buch holen müssen. Dann spielen wir das ab und danach skippen wir es gleich wieder mit unserem anderen Memo. Und das löst wiederum die Cutscene aus, dass die Jungs hier anfangen die Tür aufzuschweißen. Und wir bereiten uns schon mal drauf vor, holen unseren Raketenwerfer raus und warten bis die fertig sind. Ja, hier ist leider nichts mit skippen, ne? Nee, leider nicht.
So, gleich vorbereiten für den nächsten Kampf. So, den Big Daddy habe ich jetzt schon mal erledigt, aber wir werden uns später seine Ausrüstung bedienen. Der zweite Big Daddy ist hier. Actually not too bad. Ja gut. Das ist jetzt ein bisschen unlucky, dass dieser Houdini-Splicer mir jetzt gerade ein bisschen Feuer unterm Hintern machen will. Ist nicht das Problem, dass der irgendwie zu stark wäre, aber das Hauptproblem ist, ich konnte jetzt den Big Daddy nicht ordentlich grabben mit meiner Telekinese. Normalerweise will man die Big Daddy-Leiche halt hier direkt haben, damit man sie später dann mitnehmen kann. So, schmeiß mal hinter. Jetzt müssen wir hier schnell rein. Hier sind die Iframes tatsächlich ziemlich nützlich. So, wir müssen jetzt eine Bombe bauen. Hier haben wir schon mal das Glycerin, das ist der erste Teil der Bombe, deswegen auch die Big Daddies umbringen. Das ist schon mal der zweite Teil der Bombe, da haben wir einen dritten. Okay. Müssen wir noch den Big Daddy am Anfang holen, dann werden wir wieder uns selbst umbringen, um wieder zurückzukommen. Und kann ich hier schon mal mit anfangen? Tiger Killer soll Good Luck von Chubara ausrichten. Jo, vielen Dank, Jungs. Freut mich, dass so viele von euch hier sind und dazuschauen bei. Auch nicht selbstverständlich. So. Jetzt brauchen wir noch zwei Teile, um die Bombe vollständig zu machen. Der eine Teil befindet sich hier hinten. Hier. Und der zweite Teil ist vom Big Daddy hier. Naja, es waren sogar drei. Den hätte ich beinahe vergessen. So, jetzt haben wir alle Teile der Bombe. So, und dann werden wir wie so oft ein Death Warp machen. Jetzt kommt nochmal ein ziemlich großer Skip, und zwar klippen wir uns hier durch die Wände, durch die Mitte. Wir machen hier einen kleinen Flink wieder. Der hat jetzt nicht funktioniert. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Normalerweise einer der Flinks, die ziemlich safe sind. Ziehen wir es einfach auf Marathon-Lack. Ja, wahrscheinlich. Da ist der Vorführeffekt. Okay, wir haben's. So, jetzt springen wir hier einfach in die Mitte rein. Und können hier die Bombe platzieren und springen dann wieder runter und bringen uns um. Also Selbstmord ist da in der Tagesordnung, was? Tatsächlich, ja. Also in dem Run sehr häufig der Fall. Jetzt ein bisschen ungünstig, dass er mich hier blockiert. So, hier werden wir bloß noch den Schalter aktivieren und dann hauen wir ab. Kann sich hier ein bisschen hinter dem Teil verstecken. Schützt einem aber auch nicht vor allem. So.
So, und hier nochmal die Botschaft abspielen, um wieder die Text, den Text zu skippen und direkt ins nächste Level zu kommen. Also, ich kann den Run eigentlich wirklich bloß Leuten ans Herz legen, die das Spiel hier gern gespielt haben und denen es Spaß gemacht hat. Weil der Run ist wirklich sehr einfach zu lernen und man macht sehr schnell Fortschritte. Also ich hatte... Oh. Okay, jetzt habe ich mich verquatscht. Zum Glück haben wir hier einen Quick Save. Oh nein! Okay, jetzt habe ich es vermasselt. Inwiefern? Nein, ja, ist doch nicht vermasselt. Ich hab's doch nicht vermasselt. Okay, Entschuldigung. Und zwar, wir müssen jetzt hier eine Botschaft spielen, Radio Message, All That Matters to Me. Dann aktivieren wir die Glocke, gehen hier raus. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen geschlafen. Das ist nämlich auch ein Glitch, um hier ziemlich viel vom Level zu skippen. Dann kann man hier drauf hüpfen. Also ich kann jetzt rein theoretisch nicht nach links laufen, deswegen versuche ich hier mich drüber zu mogeln. Und wir haben es geschafft. Hätten ein bisschen fixer gehen können, aber wir haben es. So. Hier gibt es jetzt nochmal eine kleine Einlage von unseren Memos. Und danach müssen wir wieder All That Matters to Me abspielen. Was uns ermöglicht, hier einfach durchlaufen zu können und nicht wieder ewig zu warten, bis die fertig sind mit dem Quatschen. Und wenn wir jetzt hier reinkommen, sollten wir, genau, zurück zur Tauchglocke geworbt werden. Jetzt sind wir praktisch wieder zurückgegangen in den Level vorher. Aber wir gehen gleich wieder zu dem aktuellen Level, wo wir vorhin waren. Ja. Gleich wieder weg. Und jetzt können wir den ganzen Polo, also diese ganze Cutscene können wir jetzt durch diese kleinen Glitches praktisch skippen auch. Mhm. Wir werden jetzt hier uns eine kleine Munition schnappen. Eine kleine Munitionsrolle hier. Und mit der springen wir jetzt dann über den Käfig, der uns praktisch blockiert, da reinzukommen. Positionieren die ungefähr hier. Ah, das ist zu weit hinten. Da war immer ein bisschen random, wie die runterfallen. Dann mache ich hier nochmal ein Save, um sicher zu sein. Hat leider jetzt nicht geklappt. Das ist tatsächlich einer der schwersten Flings in dem Spiel, in dem Run. Also da ist schon manch ein Run gescheitert hier bei dem kleinen Sprung. Jawohl. So, und jetzt können wir hier einfach zu Ryan reingehen. Müssen wieder safen. Und wieder laden, weil wir sonst keine Kontrolle über den Spieler hätten. Und durch das Speichern können wir eben einfach weiterlaufen und hier Karte reinstecken. Hier wieder mit den Memos die Textboxen skippen. Zweimal an der Zahl. Dann können wir hier einfach weiterlaufen. Und er quatscht hier noch mit uns, obwohl wir eigentlich schon ein Stück weiter sind. Kommen wir auch zu einem Part im Run, der mir immer sehr viel Freude bereitet.
Und zwar dem kleinen Kind die Süßigkeiten klauen. Das ist ein kleines Extra für mich immer. Weil hier hast du eben ein bisschen so Wartezeit, weil sie dir eine Menge Text aufhalst. Dann ja. Ist das so der Moment, wo man im Run mal durchatmen kann. Das müssen wir wieder ein bisschen mit dem Memo skippen. Eins, zwei und eine dritte. So. Und jetzt können wir hier den Pep-Bar. Dann beschwert sie sich und dann holen wir uns den anderen auch noch. Jetzt muss man kurz warten, bis die Little Sister hier sagt, komm mit mir. Also, come with me. Genau. Dann können wir jetzt hier oben warten, bis die Tür aufmacht. In dem Level gibt es eigentlich nicht allzu viel zu machen. Es hat aber sehr viel mit den Spielereien der Memos zu tun. Das müssen wir hier mal das Rad holen. Dann 4 Umdrehungen und noch eine Viertelumdrehung. Und dann können wir hier durch. Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Kurz auf Klo. Ein Problem. Hier werden wir einfach die Tür drehen und wieder rückwärts rauslaufen, wie wir es so oft schon getan haben. Ermöglicht uns dann später da schnell hinzuwarpen, praktisch. So, dadurch, dass wir das jetzt ausgelöst haben, können wir das später ausnutzen. Hier noch die Armbrust mitnehmen. Hier müssen wir uns nochmal ein Memo abholen, das uns Informationen gibt. Oh nein, ich habe den Code vergessen für die Tür. Okay, wir müssen ja jetzt auf jeden Fall nochmal hier das Memo abspielen, was wir gerade gefunden haben. Jo, wieder da. Und danach das hier. Ich hoffe, ich... 5744 war es, glaube ich. Ich hoffe es. Ja, Gott sei Dank, ich hab's noch im Kopf. Das hat mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich den Code vergessen habe, aber ja, das war der richtige. Ich kenne das vom Resident Evil. Ich war ein bisschen rusty, also ich habe mich leider nicht gut genug vorbereitet. Die Kamera hier unbedingt direkt abschießen, sollte man das vergessen haben, macht die Tür ja nicht auf und schlimmstenfalls kriegt man noch einen Alarm hinterher gedrückt. So. Und hier machen wir jetzt wieder unser Memo. Und danach sammeln wir das hier auf. Irgendwas ging schief. Das ging schief. Bin mir gerade nicht sicher. Normalerweise sollte ich instant zurückgeworbt werden, aber ich habe wohl irgendwas ein bisschen vertan, aber ich glaube, wir sind wieder zurück.
Also normalerweise, sobald ich dieses Memo abspiele, sollte ich eigentlich instant zurückgeworbt werden. Mhm. Zu dieser Tauchglocke, die ich vorher aktiviert habe. Ich hätte wohl meine Alerts deaktivieren sollen. Aber danke für den Follow. So, hier werden wir auch nur schnell was abholen und dann wieder abhauen. Mit diesen Dummies kann man tatsächlich sehr gut die Türen offenhalten. Ich warte auch nochmal ein paar Frames. Wenn man die gut positioniert, dann ist die Tür schon offen und man kann einfach durchgehen. So. Hier wieder der Death Warp. Dauert ein bisschen, bis man hier wieder Schaden nehmen kann, aufgrund der Potion, die wir da gerade aufgehoben haben. Ja. So, und von hier an eigentlich jetzt nur noch ein Stückchen laufen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Level. Da müssen wir auch schon bald im letzten sein, oder? Tatsächlich vorletzter. Also wenn man einen Bossfight mitnimmt, sind sogar noch drei Level. So, hier einen kleinen Save machen kann ich jedem nur empfehlen. Weil in diesem Aufzug kann man schnell mal unangenehm hängen bleiben. Das ist natürlich auch nicht der normale... Jo. Das ging jetzt schief. Ich habe den Fallschaden unterschätzt. Deswegen sind wir jetzt gerade leider gestorben. Aber wir hatten ja einen Save, von daher. Nicht allzu großer Timeloss. Also in einem richtigen Run wäre es ärgerlicher. Auf einem PB-Pace-Run will man das natürlich nicht haben. Großer Timeloss. Ich bin gerade in einem Aufzug gestorben an dem Fallschaden. Das war ein bisschen... unpraktisch. So. Jetzt sind wir auch schon ziemlich nah am Ende. Also wir haben jetzt noch zwei Level und dann den Bossfight. Relativ fix. Hier werden wir auch komplett den Level skippen können. Ja. Ja, das ist auch ein Glitch, der sehr präzise ist. Mhm. Also nicht ganz so leicht zu bekommen. Hier werde ich mich positionieren. Anhand des Teppichs. So. Ja, dann machen wir hier nochmal ein Save. Und dann hoffen, dass es zügig klappt. Das war es nicht. Es ist halt sehr tightes Window. Man muss sehr perfekt jumpen. Jetzt haben wir es. Um da halt zeitig noch durch die Tür zu kommen, bevor er die Tür zumacht. Und damit skippt man auch komplett den Level hier. Nice. So, und das jetzt hier. Kriegen wir unseren Big Daddy Anzug, den wir uns eigentlich zusammensuchen müssten. Aber durch den Skip kriegen wir den automatisch. Okay. Jetzt müssen wir hier ein bisschen auf die Little Sister warten. Auf die müssen wir jetzt aufpassen. Die macht für uns jetzt die Türen auf. Das kann in dem Run auch ein ziemlicher Killer sein, wenn man hier ein bisschen falsch unangebrachtes Movement hat, kann es passieren, dass die
Little Sister sehr, sehr langsam läuft und du verlierst einfach mal eine Minute oder mehr. Was? Bin da auch noch nicht ganz so erfahren mit, wenn ich ehrlich bin, also muss da vielleicht auch noch die ein oder andere Recherche machen, um das ein bisschen zu optimieren. Man sieht jetzt schon, wie langsam sie läuft. Das ist zum Beispiel schon schlecht. Also normalerweise sprintet sie auch hier das kleine Stück. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Wie gesagt, muss ich mich auch noch ein bisschen mehr erkundigen. Ich hatte schon sehr gute Splits hier, ich hatte aber auch schon miserable Splits in dem Abteil hier. Man muss immer ein bisschen auf die Little Sister auf jeden Fall achten, dass sie mit einem mitkommt. Naja. Aber man merkt schon, sie läuft immer noch sehr, sehr langsam gerade. Unsere Aufgabe ist es jetzt praktisch einfach nur, die Splicer von ihr fernzuhalten. Aber hier merkst du schon, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, weil sie ist mega langsam gerade unterwegs. Kannst du nicht was schubsen? Kann sie anschieben, aber es macht es auch nicht unbedingt schneller. Ich hoffe, dass es jetzt dann resettet wird, sobald sie beim ersten Splicer ist. Dass die nicht jetzt dauerhaft zu langsam läuft, weil das würde wirklich mindestens 2 Minuten kosten, wenn sie den ganzen Level jetzt so langsam läuft. Ja, aber der Part scheint mir wesentlich angenehmer, als wie in Resident Evil 4 auf Sherry aufzupassen. Es ist auf jeden Fall nicht schwer, sie zu beschützen. Und selbst wenn sie sterben würde, würdest du eine neue bekommen. Ja, okay. Kann man mit leben. Definitiv. Wir warten jetzt hier auf die Splicer. Und wie gesagt, das ist der Part, wo ich meinte mit der Telekinese. Dass Telekinese sehr overpowered ist in dem Spiel. Weil man einfach so gut wie alles one-shotten kann mit diesen. Mit den Leichen. Macht es einem halt sehr angenehm. Ja, ich merke. Am Schluss kommt immer so ein Spider-Splicer wie der hier. Das ist immer der, dass man dann weiß, okay, jetzt geht's weiter. Aber sie bewegt sich halt leider wirklich nicht schneller. Das ist auch mit einer der Parts, die den Speedrunnern nicht so gut gefällt. Man versucht immer noch eine Möglichkeit zu finden, ohne Little Sister durch die Türen zu kommen, aber bisher hat noch keiner einen Weg gefunden, leider. Oh, sie läuft wieder schneller. Ja, super. Treffer kann die ab. Normalerweise, wenn ich treffen würde, einen. Zumindest von der Leiche. Also, wenn du irgendwas anderes erwischt, dann ist der Schaden auch nicht so groß. Oder meinst du jetzt die Little Sister? Die Little Sister, die hält eine Menge aus. Also, die hat jetzt vielleicht 1-2 Schläge abbekommen, das sieht man da an ihrem Lebensbalken. Also, die ist schon relativ robust. Okay, das war jetzt
Bisschen unsichtbare Wände, wie man gerade sieht. Irgendwie haben die mich jetzt ziemlich spät erwischt. Sehr überraschend war für mich. Normalerweise fängt das gleich am Anfang an der Tür an. Dass die einen festhalten. Aber unsere Little Sister hat wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, das freut mich. Hier gleich mal die Jungs erledigen. Ja, ja, ist schon ein Unterschied zu eben. Im Wasser immer springen, das ist hilfreich. Lässt einen ein bisschen schneller vorankommen. Wo läuft sie denn jetzt hin? Hallo? Falsche Richtung. Ja, das ist wirklich, das kann ein sehr ärgerlicher letzter Split sein. Wenn du den ganzen Run perfekt gearbeitet hast und dann sowas passiert, dass, So viel zum Thema RNG. Na. Okay, das ist, peinlich. Aber ist nicht so schlimm, wir verlieren jetzt keine, nicht viel Zeit. Die Sister wird bloß ein bisschen Schaden abbekommen, nehme ich an. Die hat schon angefangen zu arbeiten, auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Okay, sie hat auf mich gewartet. Ja, das ist jetzt auch der letzte Splicer, den sie praktisch das Adam entzieht. Ja. Adam ist ja so der Grundstoff von dem ganzen Spiel. Dadurch ist es eben auch möglich, diese ganzen Plasmide und so weiter zu entwickeln. Generell ist die Stadt ja dazu erschaffen worden, keine Zensur oder ähnliche Begrenzungen für Forscher zu haben. Was ein bisschen ausgeartet ist, wenn man sich das Ganze so anschaut. Also vielleicht ist die Zensur manchmal doch gar nicht so verkehrt. Zumindest in manchen Bereichen des Lebens. So. Dann haben wir hier nochmal einen Kollegen. So, jetzt müssen wir bloß noch mit unserer Little Sister zur Tür kommen. Und dann sind wir auch schon kurz vorm Bossfight. Na komm schon. Der Triggerpunkt ist dann auch noch, dass sie die ganze Zeit sagt, hopp hopp, Mr. B, no time to waste. Macht's noch ironischer, das Ganze. Don't be a slowpoke. Ja, aber ich muss echt sagen, Run ist interessant, auf jeden Fall. Ja, macht auf jeden Fall mega Spaß zu lernen. Also, ich habe ein bisschen geflucht, wenn ich ehrlich bin, wegen dem Koffer und so. Weil es ist gar nicht so leicht, darüber zu springen. Aber wenn man es erstmal raus hat und einen stabilen Rechner hat, dann ist das auf jeden Fall machbar. Also, ich würde nicht behaupten, dass das irgendwie ein schwerer Trick wäre zu lernen. Also, von anderen Speedruns kenne ich da deutlich schwerere Glitches. Und wie gesagt, je besser der Rechner, desto einfacher tut man sich damit auch. So, und jetzt geht's zum Endboss. Final Boss Fight. Jo. Sag mal, Manu, hast du im TS irgendwie automatische Sprachregulierung an? Hm.
Nicht, dass ich wüsste. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Ja, so in dem Sinne mit der Lautstärke verteilt. Manchmal extrem laut, dann geht's direkt wieder runter. Okay, wir platzieren hier zwei Bomben, jagen ihm die Nadel rein und im Idealfall sollte er jetzt in die Bomben hüpfen und wir müssen nur noch ein paar Mal draufknallen. Ich glaube, der eine Bot hat leider die Mine kaputt gemacht. Ja. Yep. Das ist jetzt ungünstig. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass es mir passiert. Okay, das war's. Und Time. Ja, ein bisschen überestimate. Ja, danke fürs GG. Das geht ja noch. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, den Run zu präsentieren. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Und sorry nochmal für die schlechten Audio-Settings, falls ich hier irgendjemanden angeschrien habe. Ja, vielen Dank für die ganzen GGs hier im Chat. Hallo. Hallo. Hey. Ja, aber der Run auf jeden Fall sah richtig geil aus. Drei Minuten, Manu. Wann hattest du die da, wo deine Aufzug gestorben ist? Hast du die da verloren? They offered you this city. Ich glaube, es war allgemein hier ein bisschen, da ein bisschen, so über den ganzen Run verteilt. And you refused it. And what did you do instead? So, Shoutout geht raus an dich, Schieber. Jo, vielen Dank. Es ist auch, ich habe ehrlich gesagt nicht bedacht, dass ich die Ladezeiten mit einrechne in den Run. Deswegen war mein Estimate-Angabe ein bisschen Käse, aber ja. So weit habe ich es ja nicht überschritten. Es ging ja noch. Ja, auf andere Leute, aber ich bin jetzt keine Ahnung. Und in the end, what was your reward? But I think I know. Ja. So, a family. Vielen Dank, dass du da warst, Manu. Ja, gerne. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim restlichen Meltdown-Event. Jo, danke. Jetzt kommt Jagermov. The Showcase Run, jo. Weihnachten. Genau. Secret of Mana. Der Christmas Randomizer. Genau, das. Shuzu, vielen Dank für dein Raid. So, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Shiva, deine Abschiedsworte kannst du jetzt bringen, weil danach wechseln wir in die Pause. Alles klar, ja, dann nochmal danke an die ganzen Zuschauer, ans ganze Germanch-Team und jo, hat mich gefreut, dass ich den Run zeigen durfte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und man hört sich. Reingehauen. Tschö. Ciao.